Hallo und herzlich willkommen zu The Elder Garmangdon Nerim Binderale. Und wir haben gerade den Port nach Erotin gehabt, Ende letzte Folge. Und genau da sind wir noch. Ich nehme jetzt ihn am Stück auf, weil ich weiß nicht, ob das sonst das Game bricht. Deswegen sagen wir dann Return. Es sind die Lichtgeborenen. Sie sind dort, alle zusammen. Das ganze Pack, dort in Arctwend. Sie haben Angst vor mir. Ihnen schlottern die Knie, denn sie wissen, dass ich das zu Ende bringen werde, was ich... In Vin, so heißt unsere Welt, gibt es noch etliche weitere Reiche. Muar, Mele und Araseal, um nur einige ihrer Namen zu nennen. Sie alle haben ein Problem. Sie unterstehen jeweils einem der Lichtgeborenen und werden von ihm oder ihr beherrscht und die Menschen geknechtet. Wie ihr aber wisst, gibt es keine höhere Macht, welche diese Götter bemächtigt, über Vin und die Menschheit zu herrschen. Sie sind nicht mehr als auf besondere Art und Weise talentierte Lichtmagier, welche zwar für die Erfüllung der Vorherbestimmung des Tel Imaltat unabdingbar sind, sonst aber keine besondere Funktion erfüllen. Wieso sollten wir uns einer kleinen Gruppe elitärer Lichtmagier unterwerfen? Ich vollführte damals den ersten Schritt, indem ich den lichtgeborenen Erodan, der über Nerim herrschte, aus der Welt schaffte. Die restlichen sollen nun folgen. Okay. Ihr hohes Heim Inodan ist Ihnen wohl zu unsicher geworden, um einen gemeinsamen Rat aller Lichtgeborenen abzuhalten, denn schließlich könnte ich ja jederzeit dort auftauchen. Stattdessen verkriechen Sie sich nun in den Ruinen Stormwinds. Sie stützen sich auf die Hoffnung, dass man Fürsten nicht in einem Kerkerloch sucht. Vergebens. Meine Spione haben Sie aufgespürt. Ihr müsst verstehen, dass Sie dort wie auf dem Präsentierteller für uns bereitet sind. Ich hätte mir nie träumen lassen, sie alle auf einmal erwischen zu können, und nun tritt genau das ein. Okay, jetzt gehen wir also die Lightborn umhauen. Das hört sich noch natürlich ziemlich in... Durch meine Hand fällt, bin ich der Schattengott und gebe den Menschen wieder, was sie verdienen. Okay, ich kann mich immer noch nicht bewegen. Und die redet jetzt mal über ihn drüber, weil was er sagt, ist jetzt sowieso wahrscheinlich eine Wiederholung von dem, was wir gelesen haben. Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Vor Verrätern ist man nie gefeit. Lasst sie nur laufen, darum kümmern wir uns. Okay, ich mache da mal einen Quicksave. Das ist jetzt wirklich das, wie eigentlich Enderolan angefangen hat, oder? Und warum kann ich da nicht durchgehen? Okay, ich habe irgendwann einen bestimmten Punkt anschauen müssen. Endlich ist es soweit. Ich werde mich jetzt in die Ruinen schleichen, um einen Überblick zu bekommen. Ich muss wissen, ihr indes werdet nach Tyrat gehen, dem früheren Sitz desjenigen, den die Menschen den Schöpfer nennen. Denn dort ruht eine Waffe, ein Schwert. Die Klinge gehörte einst dem Königshaus von Arctwend, das vor vielen Jahrhunderten von den Lichtgeborenen ausgelöscht wurde. Der letzte, ihr braucht es unbedingt, um mir in diesem Kampf zur Seite zu stehen. Mit normalen Tyrat liegt in nördlicher Richtung, aber es ist auf dem Landweg nicht erreichbar. Ich öffne euch ein Portal dorthin, durch das ihr auch wieder zu... Geht dort hinein. Wenn ihr das Schwert habt, werde ich genau hier auf euch warten. Okay, wir müssen jetzt also nochmal was suchen. Das ist ein Luftcastle. Wie cool. So, wir schleichen da nochmal runter. Und müssen uns jetzt natürlich ein bisschen umschauen. Was war das? Da haben wir auf alle Fälle einen Thron. Und nur einen Thron. Und nur einen Thron. Okay, wir haben schon mal 4 Throne. Oh, und... Was für Richtung bin ich einer? Okay, ich bin die Richtung einer. Dann gehen wir mal den Weg da als erstes. Needs a key. Da komme ich nicht hin. Aber da komme ich hin. Steht da jetzt auch wieder, dass ich einen Key brauche? Wenn ja, dann bin ich etwas
Needs a key. Okay, das heißt, ich muss da dann jetzt... Ich muss jetzt 8 Hebelpuzzle lösen. Okay, das heißt aber, ich muss wahrscheinlich irgendwie einen Hinweis drauf haben von irgendwas. Weil jede Säule wird angeleuchtet. Jede Säule wird angeleuchtet. Ah, okay. Wow. Das ist dann natürlich ein Hinweis, wenn da riesige Feuersäule oben drauf ist. Und wenn sonst alles einfach laut ist, dann weiß man, man muss richtig liegen, oder wie? Das Ding macht mal Schaden und das heißt einfach nur V. Aufgezogen? Oder ist aufgezogen worden? Und jetzt ist auf einmal eine Tür hinter mir da. So. Tür the old chamber. Destination of Flash? Oder wird das jetzt gerade? Das klauen wir natürlich alles. Das ist 200 Gold wert pro Stück. Und da, und da haben wir Thorium Nuggets. Wir haben Lockpicks. Silver Urn braucht man nicht. Dann Icy Hood nehmen wir mit. Den Emerald on the Scales nehmen wir mit. Das ist ein Ender Scroll. Ich glaube, ich habe gerade das Game softlocked. Tun wir da mal kurz den Autosave da. Na, jetzt muss ich das Ding nochmal machen. Okay. Und falls sich jetzt jemand wundert, warum ich jetzt neu geladen habe, ich glaube, der Typ wollte mich gerade ansprechen. Nur da ich auf dem Tisch drauf gestanden bin, hat er das nicht tun können. So. Jetzt wissen wir aber schon, wie es geht. Das heißt, wir sind schon nicht mehr so verplant wie vorher. Mein Acrobatic Skill ist wieder increased, perfekt. Da wieder einmal. Okay, das war dann das letzte. Dann heilen wir uns einmal ein bisschen. Ah, jetzt fährt das da auf, passt, das kommt das ein und dann kommt da die Brücke. Jetzt mache ich drin, bevor ich das Schwert nehme, nochmal an Safe. Beziehungsweise ich werde jetzt generell den kompletten Raum durchsuchen, bevor ich das Schwert nehme. Ah, Destination of Fate. So heißt das Ding. Da klauen wir mal wieder alles. Weil immerhin will ich die Dinger haben.
Da klammern wir das und so und so und so und so. Da mal ein paar Silbergoblets. In dem Shelf ist nichts drinnen, die kann halt nochmal schlafen. Ein Globe. Da haben wir nochmal was. Eine Jewelry Box, da ist nichts drin. Cure Poison. Scheren. Take. Take. Shadowborn als Buch. In dem Shelf ist nichts drin. Die haben wir gesagt, nehmen wir den Emerald, nehmen wir. In dem Shelf ist auch nichts. So, F5. Zuerst einmal. Relateur, after death of King's son, we let the blade come to you. Bla bla bla. Okay, passt. Exit. I found King Goth's sword, now I must return to Rantiel. Was ihr da gerade an euch genommen habt, war der letzte Stein, der die Lawine ins Rollen bringt. Na, erinnert ihr euch noch an mich? Wir sind uns das erste Mal begegnet, als ihr damals nach Advent kamt, um mit Arantial zu sprechen. Ich ließ euch gewähren und auch jetzt liegt mir nichts daran, euch an dem zu hindern, was ihr vorhabt. Okay. Ich hoffe nur, ihr wisst, was diese Waffe in sich birgt. Indem ihr die Klinge des alten Königs Goth führt, habt auch ihr die Möglichkeit, die Lichtgeborenen zu töten und könnt damit die Vorherbestimmung des Tel Imaltat erfüllen. Auch ihr könntet von nun an der Schattengott werden. Ach, und vergaß ich zu erwähnen, dass unser beider Freund Narazul Arantial dies ganz genau weiß? Gut, er braucht eure Hilfe wohl, denn alleine könnte nicht einmal er sich gegen alle Lichtgeborenen auf einmal stellen. Doch ist ihm auch bewusst, dass ab jetzt nicht nur er das Potenzial zum Tel Imaltat besitzt, sondern auch ihr. Und er wird es tunlichst vermeiden, dass jemand anderes als er dieses Potenzial ausschöpft. Ha. Das ist meine Warnung an euch. Und nun fragt ihr euch eventuell, was mir so sehr an der Person des Schattengottes liegt. Es ist ganz einfach. Ich, Arkt, der Herr über Arktwend, bin auch ein Schattengott. Überrascht? Oh, es ist eine ganz einfache Sache. Meine Welt ist eine andere als die eure. Und deshalb ist ihr Schattengott auch unabhängig vom Tel Imaltat dieses Landes. Und da ich nun eben ein Schattengott bin, will ich den Schattengott Nerims nach Kräften bei seinem Aufstieg unterstützen. Dass ausgerechnet Narazul Arantial dies sein soll, findet zwar nicht meine Zustimmung, aber dagegen kann ich nichts machen. Ihr dagegen, ihr seid aus einem anderen Holz als dieser Wüterich Arantial. Wisst ihr, ich habe eine Vermutung. Ich vermute, dass sein Vater Tealor Arantial, den ihr bereits in der Paladin-Festung im Norden kennenlernen durftet, ein, sagen wir, offeneres Verhältnis zu den Lichtgeborenen hatte als sein Sohn Narazul. Er arbeitete für die Götter, insbesondere für die Lichtgeborene Irlander. Und wer mag sagen, wie nahe die beiden sich gekommen sind? Um es kurz zu machen, die Geschichte um Narazul Arantials Herkunft ist nicht ganz ohne Lücken. Wie diese Lücken aus... Ich sage euch, wenn Arantial, aus welchem Grund auch immer, dabei versagt, die Vorherbestimmung des Tel Imaltat zur Gänze zu erfüllen, genau das wollte ich euch sagen. Nun bleibt wachsam und traut niemand. Okay. Auf Wiedersehen, Arkt. Also kurzum, wir können uns jetzt entscheiden, ob wir ein Gott werden wollen. Die einzige Frage, die ich dazu habe, ist, warum nicht? Man muss die Chancen ergreifen und die Feste, wie sie fallen, feiern und bla und was man nicht noch alles dazu sagen könnte. Gefällt mir die Idee, gefällt mir. Ah verdammt, jetzt muss ich mit dem Schwert fighten. A One-Hand Blade macht 15 Damage. So, da muss ich wieder in Türrahmen anklicken für das komische Portal da. Gehen wir mal die Lichtgeborenen töten und werden wir mal ein Schattengott. Endlich seid ihr hier. Und das Schwert ist bei euch. Jetzt endlich. Ich habe die Lichtgeborenen beobachtet. Sie halten sich in der Nähe der Turmruine auf. Los, hinter mir. Follow me, quick save. Wo sind wir denn eigentlich gerade map-mäßig? Fort Ronan?
Ah, okay. Die sind in Stormwind. Da wo ich eh das eine Ding holen hab müssen. Draußen fängt gerade die Sirene an. Ich mache jetzt hin und wieder einfach Quick Saves, falls irgendwas passiert, dass wir nicht den kompletten Weg neu laufen müssen. Und falls man uns jetzt dann irgendwer angreift, werde ich dann ebenso einen Quick Save machen, gerade am Anfang vom Fight. Obwohl, nein, dann mache ich einen normalen Save. Ich sollte jetzt einen normalen Save machen, auch noch. Weil Quick Save ist ja dann doch, wenn es eine komplett ungute Lage ist, dann funktioniert der Quick Save ja genauso wenig. Machen wir da mal einen neuen Save. Turn. Und jetzt muss ich da wirklich mit dem Schwert niederstrecken. Die armen Lightborn und das arme Ich, das jetzt im Nahkampf mit denen fighten muss. Hey, da kriege ich Fixwaffenschaden bei denen. Ah, und die Seraphim-Schwerter sind ja wieder so verdammt teuer. Die darf ich dann echt gern mitnehmen. Da liegt auch wieder eins. Das einzige Richtige, was man machen Da kann. sind sie! Die Lichtgeborenen, nutzt euer Schwert! Arantial, du hier? Du willst es mit uns sechs aufnehmen? Erodan hast du doch nur durch eine List besiegt. Wir sind dir deutlich überlegen. Überlegen? Fakt ist, dass ihr im Begriff seid zu verlieren. Die Macht, euch zu zerschmettern, liegt hier in meinen Händen. Und mit ihr die Freiheit dieser Welt. Heute wird eine neue Ära anbrechen, eine Ära ohne euch. Hinter uns ist jetzt ein Dingportal. Oh fuck, jetzt hat mir einer von den Seraphim-Typen gefunden. Wow, ich bin verstört. Ich gehe mal noch ein paar Health Potions futtern. So. Ah, passt. War das schon alles? Meine Hüte. Du bist so schwach wie die Götter, die du anbeten. Also, was ich da mache, ist wirklich der wenigste Schaden, muss ich sagen, bisher. Ich probiere gerade einfach nur jede Power-Attack irgendwie von hinten drauf zu bringen auf sie. Aber sie regeneriert sich so heftig. Ich mache viel zu wenig Schaden. Sogar mit meinem 6-fach-Damage. Cheap und ranzig. Nehmen wir jetzt einfach mal. Die Sache ist, ich werde durch die Casts nebenbei, durch die AOE-Casts, werde ich sozusagen gedamaged. Meine Hühner könnten... Ich habe ja kaum angefangen. Yes. Divine Dispute Hammer.
400 Gold. Na, für die Kilo, was wir da haben, ist das jetzt dann nicht gerade das Beste. Meine Magie wird dich in der Luft zerreißen, Arantial. Ah, das ist jetzt also du ein Bossfight. Du trägst die Schuld daran, dass uns diese Welt entgleitet. Und dafür verdienst du die Höchststrafe. Okay, der ist schön buggy bisher. Was hast du? Silver Blocking Sword. Und das Silver Long Sword. Nehmen wir mit. Ist gekauft. Ich glaube, so schaut es aus, wenn man sozusagen eine Waffe einfach nicht benutzen kann. Man haut sie wild um sich. Aber jeder davon hat also ein anderes Element, was für ihn spricht. Und die erste war wahrscheinlich die schwierigste, weil die sich heilen kann nebenbei noch. Heavy Armor? Na, aber Light Armor? Packen wir alles mit. Jetzt bin ich ein Kilo zu schwer. Okay, ihr Seraphim-Schwerter, ihr müsst jetzt dann doch wieder gehen. Oder nein, ist Silver Longsword einfach. Arantial, du bist hier, weil du denkst, die Welt dadurch gerechter und besser zu machen. Alle Weltenverbesserer hatten bisher eines gleich. Am Ende warteten sie im Blut derer, die sie zu befreien suchten. Nichts ist vollkommen, Arantial. Nicht einmal du. Es wird Zeit, dass du diese Lektion lernst. Hat der mir gerade mit seinem Pfeil und Bogen halben Damage verpasst? Ich will Pfeil und Bogen von dem Typ haben. Und Arantial, du rennst gerade in die falsche Richtung. Ich mach da mal einen Quick Save wieder. Jetzt wollen wir sozusagen ein Epic Boss Battle haben. Und ich, wenn ich mal weiß, wie der Boss jetzt funktioniert. Ah, okay. Ich muss die Energy Stones da rausnehmen. Wärst du mir da jetzt? In Frieden lassen dabei? Und ich glaube, die Energy Stones sollten eigentlich oben drauf sein und nicht unten drauf. Holy shit, der hat einen Knockback. What the? Quality Health Potion. Standard und cheap und alles. Passt, bin wieder voll. Das war dann das zweite. Nein, nicht das Seraph Sword. Brauch bitte den Energy Stone. So, und jetzt kann ich ihn wieder von hinten verprügeln. Ich will seinen Bogen haben und seine Pfeile. Ich will den Damage abfahren können. So, Linksklick, Linksklick, Linksklick. Compelling Gameplay, aber das ist halt einfach die Macht von einem sneaky Character, sagen wir mal so.
43 Schaden und Malphus ist Arrow anormal. Huh. Also, mein normaler Silberbogen macht 21. Der macht 43 Damage. Ja, ich kann meinen Silberbogen jetzt weghauen. Obwohl, na, ich will ihn mal als Backup halten. Falls man jetzt auch noch Malphus' Bow weggenommen wird. Hammer ist South Realm Sword weg. So, Quick Save. Sie sind gegangen. Spürt ihr auch? Wie ihre Doch ich zählte ihrer nur 4. 6 waren es insgesamt. Wir sind noch nicht fertig. Ich habe Tyr, ihren Obersten, nicht gesehen, ebenso wenig ihr Lander. Mir liegt besonders viel an den beiden, denn ihr Lander zwang meinen Vater einst für sie zu arbeiten. Und ich wette, sie haben sich ihrer Feigheit entsprechend in die Turmruine verkrochen. Okay, dann schleichen wir da jetzt mal wieder durch. Ah ja. Da war ja das letzte Mal der Ahne. Da ist er wieder, Seraphim Sword. Ach, ich schleiche jetzt einfach durch. Ah, da haben wir einen gesichtet. So viel Gold, das man da mitnehmen kann, das gibt's ja einfach nicht. Also die Typen mache ich hier wirklich schnell tot, auch mit dem Schwert. Holy. Aber scheinbar muss ich alle davon umhauen. Weil man sonst der Arantia nicht folgen tut. Und ich habe so die Vermutung, dass ich Hetz in Arantia am Schluss noch töten muss, damit ich dann der wahre Tel Ilmatat bin. Aber wir haben schon wieder 27 Minuten. Inklusive Bossfight und allem. Und deswegen werden wir es da jetzt lassen. Und werden uns den letzten Bossfight für die nächste Folge aufhalten. Deswegen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und das war's schon wieder von den Kamerale. Ciao, ciao.